Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute werde ich euch zeigen, wie ihr so eine Wireless Charging Station versteckt in eurem Tisch einbauen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und los geht's. Also wenn ihr sowas nachbauen wollt, dann gibt es drei wesentliche Faktoren, die ihr dabei beachten müsst. Einmal muss natürlich euer Handy Wireless Charging unterstützen, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Dann zweitens müsst ihr darauf achten, dass ihr euch die richtige Station kauft. Und zwar bei den iPhones ist es so, dass sie nur bis zu 7,5 Watt Stationen unterstützen. Dazu zählt zum Beispiel auch unter anderem diese hier. Und zum Schluss müsst ihr darauf achten, dass der Ladeabstand zwischen eurem Handy und der Ladestation so mindestens 8 mm betragen sollte. Weil wenn ihr euch überlegt, wenn wir das hier jetzt unter dem Tisch montieren werden, dann haben wir natürlich einmal als Abstand die Tischkante, ein Stück von der Tischkante. Das werden wir natürlich reinfräsen, den Abstand werden wir verringern. Allerdings haben wir trotzdem noch einmal die Tischkante und natürlich auch, wenn ihr eine Handyhülle habt, dann auch nochmal die Handyhülle. Das heißt, da solltet ihr darauf achten, dass die Ladestation auf jeden Fall diesen Abstand unterstützt. Dafür kann ich euch diese hier empfehlen, und zwar erfordert sie diese Voraussetzung und kostet gerade mal 10 Euro, was für solche Wireless Charging Ladestationen vergleichsweise ziemlich billig ist. Also ich würde sagen, wir fangen auch schon direkt einmal an, den Tisch hier auseinanderzubauen, und dann geht es auch schon direkt los. So, wir sind mittlerweile bei der Werkstatt angekommen, auch bekannt als geheime Location. Und zwar zeige ich euch erstmal, was ihr alles dafür braucht. Also natürlich hier diese Wireless Charging Station, dann hier einmal ein Kabel und so einen Stecker, so einen Adapter. Bei dem Kabel ist es wichtig, dass es lang genug ist, weil nicht, dass ihr dann halt zu wenig Kabel habt zur Steckdose, dann müsst ihr das Ganze nochmal neu machen. Also auf jeden Fall darauf achten, dass das Kabel lang genug ist. Dann habe ich hier noch einmal so eine Spannplatte, das dient als Vorlage. Das werdet ihr später noch sehen, warum. Außerdem einen Bleistift zum Anzeichnen, dann hier so eine Schablone, also eine Schablone für die Schablone quasi, eine Stichsäge, dann noch eine Holzfräse und ja, einen Zollstock werden wir auch noch zwischendurch brauchen. Also ich würde sagen, wir fangen direkt auch an. So, was ihr als erstes tun müsst, wenn ihr das Ganze macht, ist, ihr misst einfach, welchen Durchmesser eure Station hat. Und zwar in diesem Fall ist es hier knapp 9,5 cm. Und wir werden uns erstmal eine Schablone bauen, um dann später das Loch im Tisch hier ziemlich genau auszufräsen. Nicht, dass wir dann später irgendwie ein bisschen verkacken und das Loch wird dann krumm und schief. Das heißt, wir haben jetzt hier 9,5 cm und wir brauchen trotzdem noch ein bisschen mehr Zentimeter Reserve an den Seiten, falls mal was sein sollte. Weil natürlich, je mehr Schablonen wir benutzen, desto kleiner wird dann das Loch. Und zwar dafür habe ich mir jetzt so eine Klebebandrolle genommen. Da habe ich hier noch so eine Folie drum gewickelt, damit das Ganze noch ein bisschen breiter wird. Das sind jetzt hier insgesamt 12,5 cm. So, ich zeichne jetzt hier so eine Schablone mit Bleistift. Also das ist hier jetzt diese Schablone, und zwar ist das hier dieses Außenstück, jetzt nicht das, was hier drin ist. Das werden wir hier in der Mitte so auflegen und dann hier außenrum mit der Fräse einmal rumschneiden. Damit die Schablone auch nicht verrutscht beim Fräsen, schraube ich die jetzt hier noch. Am Tisch an. Ja, die Schablone ist jetzt dazu da, dass man hier mit der Fräse außenrum so, dass man die hier außenrum so bewegen kann. Wir haben jetzt die Tiefe 22 mm eingestellt, und zwar ist der Tisch 25 mm tief. Deshalb haben wir ja jetzt so 3 mm Abstand ungefähr gelassen. Das sollte reichen, denke ich mal. Das wird jetzt nicht zu viel sein. Ich habe das ja vorhin auch mit so einem Notizblock ausprobiert. Der war da auch schon ordentlich dick. Das heißt, ja, ich werde jetzt hier einfach mal außenrum fräsen. Erstmal außen so einen Kreis rum und dann immer weiter nach innen gehen.
Damit das Ganze noch ein bisschen schöner aussieht, habe ich mir überlegt, dass ich dieses Brett hier einfach drüber schrauben werde und dann sieht man da quasi gar nichts mehr. Dieses Kabel werde ich dann später noch mit Heißklebepistole oder eben mit Silikon hier noch zuschmieren. Mittlerweile ist der Tisch aufgebaut, es steht hier wieder alles wie vorher. Ich habe hier noch so einen Aufkleber von so einem abgebissenen Apfel hier dran geklebt, damit ich immer diese Stelle finde und ich da nicht jedes Mal suchen muss. Also man sieht jetzt, ich lege mein Handy hier drauf und wie man sieht, das lädt hier einfach. Also quasi komplett kabellos und versteckt. Wenn euch jetzt das Video gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Like und mit einem Abo. Übrigens haben wir jetzt auch schon die 200 Abonnenten erreicht, also vielen Dank dafür. Das freut mich auf jeden Fall. Und ja, baut es gerne nach. Wie gesagt, ihr wisst, ihr findet die Informationen zu den Produkten in der Beschreibung, Links und so weiter. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ciao.